Sie haben. Wir haben ungefähr im Garten gebraucht 3 bis 4 Sack. Wir haben einen 200 Quadratmeter Garten und 100 ungefähr sind angelegt für Obst und Gemüse. Und 100 sind Rasen, weil wir haben 2 kleine Kinder, da brauchen wir eine Rutsche. Also Schaufel. Sandkiste? Sandkiste sowieso. Und sie brauchen Trampolin heutzutage. Wo sind die für Platz von Hofer-Körner? 01 bis 05. Da läuft den Zöllner hergekommen, bei Blumenhito hat es richtig schön dick hier und die Blumen haben wir trotzdem Zahn gefressen. Also bei uns, ich kann grundsätzlich nur über unsere Erfahrung reden. Das kann natürlich sein, dass bei Ihnen, wenn Sie Quarzhand hinmachen, Sie aus einem Umkreis von 50 Kilometern eine Schnecke im Kanal. Vielleicht mögen die das bei Ihnen. Ich kann nur von meinen Erfahrungen reden. Aber Mineralmagen sind die Schnecken bei Ihnen, bei dir nicht. Weißt du, das kann sein. Ja. Informieren Sie das? Es hat ganz normale Erfolge. Ich mach die Tüte oben auf. Die können dann gehen wir das Kader rein, vertragen. Und um die Pflanzen rum. Auch, rein Erfahrung Nummer 1 hat funktioniert. Es dreht sich fest. Ja. 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 Los. Wir haben dann weitergemacht. Ich habe gedacht, müssen wir ausprobieren. Elektromagneto ist bestimmt interessant. Und haben Blumentöpfe mit Quarzsand gefüllt, haben da Samen reingesteckt. Nur Quarzsand? Nur Quarzsand. Einfach wieder, hier, bitteschön, der da, Blumentopf, Quarzsand rein. Das sind die Erbsen, das sind Moringa-Bäumchen. Das ist das Bild nach 5,5 Wochen. Trockene Erbse aus der Tüte in den Quarzsand rein. 1 Liter Wasser auf 2 Töpfe verteilt. Draußen unterm Vordach, wo vom Regen höchstens Spritzwasser hinkommt. In 5,5 Wochen der komplette Zyklus zur Pflanze mit Schoten. Warum? Also es geht. Warum geht's? Warum geht's, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es geht. Wahrscheinlich schon. Ja. Na, er hat Informationen, alle Mineralstoffe, alle Elemente sind drin. Ja. Und rein theoretisch dürfte es ja gar nicht gehen, weil ja der Quarzsand hydrophil ist. Ja. Und per Theorie den Wurzeln ja das Wasser entziehen. Ja. Aber macht es halt nicht. Vielleicht macht das doch, aber trotzdem. Ich habe Moringa-Bäumchen probiert, 3 Jahre anzupflanzen, dass die irgendwie aus ihrem Samen rauskommen. Ich habe es nicht hingekriegt, ich habe sie da reingesteckt und ruckzuck waren sie raus. Moringa aus Indien, das ist eine ganz besondere Pflanze. Super Baum. So, bloß nicht Winterrad. Genau. So, also, das war so der erste Schritt in die Richtung. Dann, wie es immer so ist, gibt keine Zufälle, bin ich über den Mann gestolpert. Das ist ein Bauer, der macht in Washington eine Farm auf dem Gelände. Da war der Lehmboden so hart, dass die mit dem Bagger drüber gefahren sind, mit dem Kettenfahrzeug, und es hat keine Spuren hinterlassen. Der hat das verwandelt in eine wunderbare grüne Farm, nur durch Abdeckung des Bodens mit Mulch. Der hat einen Bodenaufbau vom Waldboden abgeguckt, der ist ungefähr 20 bis 30 cm hoch, und binnen wenigen Jahren hat er da ein kleines Paradies gebaut. Also habe ich gesagt, Bodenabdeckung, gut. Wir haben es probiert mit Holzhackschnitzel anstatt mit Mulch. Und es ist noch besser. Die Holzhackschnitzel kosten im Sägewerk so gut wie gar nichts. Kriegen Sie den Kubikmeter-Sack für 20 Euro. Wir haben für unseren kompletten Garten 2 Sack gebraucht. Haben überall komplett abgedeckt. Nur dünn, nur dass es deckt. Holz ist ein Spitzenisolator. Der Boden ist unten, egal wie heiß es ist, immer schön kühl und feucht. Die Feuchtigkeit geht rein, aber nicht mehr raus. Das ist eine kleine Bohne, eine kleine Kidneybohne. Die hat man davor noch in einer von den Pyramiden für 2 Tage drin. So sah die Bohne nach 1 Woche aus. Laut Verpackung Keimzeit 7 bis 8 Tage. Egal was für ein Holz, oder machst du es auch nicht? Kein Blödsinn. Wir haben das genommen, was im Sägewerk gibt. Laubholz wäre am besten. Die Geschichte ist die, es sollte einfach bleiben. Also nehmen Sie das, was Sie kriegen. Und unter den Hackschnitzeln ist ganz normaler. Unter den Hackschnitzeln ist, also wir haben Dings, das Problem ist, wir leben zwischen Frankfurt und Heidelberg in 3 Ebenen. Bei uns ein Spatenstich Sand. Pure Sand. Wir haben Spitzenspargel.
aber der Rest ist nicht so begeistert. Und wir haben Dings, ich habe eine Mischung aus, unter dem Beet hier, eine Mischung aus Quarzsand und Blumenerde ausgebracht. Super klasse, funktioniert. Wo ist denn der Unterschied zur Rindenmulch? Das ist Holz, keine Rinde. Rinde, Holz, nur Holz, keine Rinde. Rinde vergammelt und gibt Gerbsäure ab. Ja. Und dann ist das Unkraut weg. So, ja, so. Und sie gehen den Weg weiter und landen automatisch bei Organurkund, der deutschen Version von dem, was er, was er referiert hat. Das hat in den 20er Jahren, 30er Jahren ein deutscher Bahnarbeiter entdeckt, dass an den Bahnschienen, die Nord-Süd laufen, er wesentlich mehr Spritzmittel braucht. Und der hat dann 2 Jahre experimentiert, hat ein System rausgekriegt, wie er mit Stahlträten und mit noch anderen Sachen, die er leider mit ins Grab genommen hat, Riesenerfolge in der Landwirtschaft hat. Haben wir auch probiert. Wir haben Hügelbeete mit Stahlträten drin. Das Kartoffelkraut stand dieses Jahr 1 Meter hoch. Und mein Onkel war da, der ist Landwirt, und der hat gesagt, wenn du so hohes Kraut hast, dann hast du keine Kartoffeln, weil die ganze Kraft im Kraut ist. Und bei ihm, sagt er. Aber meine Frau muss es unbedingt wissen, die hat dann nachgegraben, wir haben Kartoffeln und wir haben viele Kartoffeln. Und schöne große Kartoffeln. So, also kommen Sie Schritt für Schritt immer weiter. Hier sehen Sie ein Bild von einem unserer Hügelbeete. Hier guckt der Stahldraht raus. Wir haben das Billigste genommen, was wir gefunden haben. Ein 5 mm verzinkten Stahldraht, da hat die komplette Rolle mit 50 Kilo 18 Euro gekostet. Hätte der einen anderen Durchmesser gehabt oder wäre nicht verzinkt gewesen oder lila kariert, hätte ich den auch gekauft. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Stahldraht und kein Kupferdraht. Hängt das mit dem Erdmagnetismus zusammen? Anzunehmen. Es entsteht ja an den Drähten. Natürliche Magnete. Ja, ein elektromagnetisches Feld. Und die Drähte liegen im Boden. Parallel zueinander, Nord-Süd ausgerichtet, nicht verbunden, kein Magnet dran. Und das Beet, wir haben 2 Beete nebeneinander, das eine doppelt so viele Pflanzen, doppelt so groß. Also der Unterschied war beim Wachstum so deutlich sichtbar. Also von vorne vom Garten haben Sie sehen können, da hinten stehen 2 verschiedene Geschichten. Wie weit werden die auseinander? Die Beet? Entschuldigung. Wie viel Abstand haben die da? Bei uns im Beet haben die ungefähr, ich glaube, 60 cm Abstand. Letztes Jahr hatten sie etwas mehr Abstand, waren 3,5 cm über der Erde, ich habe sie in Holzflöcke angebracht, und wir hatten da drin korkenzieherförmige Radieschen. War ganz interessant, hat super geschmeckt, waren so groß und waren gedreht. Okay. Wie tief den Draht? 3 cm nach? 3,5 cm über der Erde. Nein, den Draht über der Erde. Über der Erde letztes Jahr. Ja, er schreibt doch, dass der Draht über der Erde sein muss, 10 cm etwa, und isoliert, also dass er keine Verbindung zum Boden hat. Viele Leute schreiben viel Zeug, wenn der Draht lang ist. Probieren Sie es selber aus, dann wissen Sie es besser. Also isoliert funktioniert nicht. Und Sie brauchen gerade noch einen Kompass dazu, weil Sie müssen es ausrichten. Jetzt ist es aber so, wenn ich ein Stück Draht habe, es hat ja jeder Draht auch seinen Nord- und Südpol. Spielt das in dem Fall Nord- oder Südpol auch eine Rolle? Sie fragen mich nach Details und den Streitern. Erdmagnetismus polarisiert ihn so, wie es sein soll. So ist es, macht es selber. Ja, absolut. Je länger der Draht, desto mehr von Erde magnetisiert. J'ai essayé avec un bout de métal d'une pioche, un vieux truc. J'ai mis dans le gazon, nord-sud, et le gazon autour, dans un cercle environ, il poussait plus vert. Er hat es auch mit einem alten Stück Schrott probiert. Und das ist gewachsen. Nord-Süd-Ausrichtung ist Nord-Süd, das Wichtigste daran. And you will see how to avoid. Ja, und dann kam vor geraumer Zeit ein Freund zu mir und meinte, er hat da was ganz Tolles. Wir verbrennen jetzt in der Kupferschüssel Kuhscheiße und Butterfett und das geht ab wie Sau. Das war auch meine Reaktion. Er war schuld. Das war auch meine Reaktion, weil ja. Nee, Fieber hast du keins. Hast du schlecht gegessen heute früh.
Weil wenn zu Ihnen einer kommt, dann sagt er, wir nehmen jetzt eine Kupferschüssel, wir verbrennen jetzt da Kuhscheiße drin und dann hast du den Superding ja überhaupt nicht so. Okay, ich kenne dich lange genug, wir probieren es aus. Weil Sie würden es auch nicht glauben, wenn Sie es nicht probiert hätten. Ich habe es probiert. Super klasse. So. Das ist unser Garten, unser Kräutergarten. Dieses Frühjahr, stellen Sie sich einfach vor, dass da nichts ist und die Schnecken haben alles gefressen. Und das ist dann ziemlich frustrierend. Weil, wenn Sie da überall Kräuter reinsetzen, selbst wenn Sie die irgendwo im Angebot im Baumarkt kaufen, kosten die Geld. Da haben Sie ruckzuck Geld zusammen. So. Da ist, hier hinten dran, ist die Sandkiste unserer Kinder. Ich habe mir den Spaß erlaubt, zu unserem normalen Spielkistensand, den wir von der Sandkuhle holen, eine Vierteltonne Quarzsand mit anzumischen. Das war letztes Jahr die Artemisia, die stand hier etwas über 2 Meter hoch. Und dieses Jahr steht dort ein Liebstöckel, Magikraut. Ich komme mit meiner Hand oben nicht mehr dran. Nein. Ja, wie weit ist der Quarzsand weg für den? Der Quarzsand ist hier hinter den Steinen. Hier oben, das sind die obersten Steine, und hier hinten dran ist... Also der ist nur einen Meter weg, ne? Der ist quasi gar nicht weg. Ja. Also relativ nahe. Ja. Absolut faszinierend. Es muss also damit reinspielen. So, das ist das andere Teil von unserem Garten. Da hinten die Erdbeeren. Wir hatten hier den Salat. Unter den Salatköpfen saßen die Schnecken. Die haben geweint. Und haben den Salat nicht angefasst. Und der Nachbar drüben, mit dem habe ich geredet, der hat sich bitterlich beschwert, ich habe zum Glück vorher nichts gesagt, dass in dem Jahr die Schnecken bei ihm alles weggefressen haben. Sie machen dieses Jahr alles in Töpfe. Es ist frustrierend, ich kann es nachvollziehen. So. Was Sie brauchen, um Agni Hotra zu praktizieren, ist diese Kupferschale. Sie kommen nicht drum rum, Sie müssen sie einmal in Ihrem Leben kaufen. Die hält dann, insofern Sie sich nicht draufsetzen, ein Leben lang. Das ist, das Maß ist gegeben, die Höhe ist gegeben, die Abstände hier sind gegeben, der Winkel ist gegeben. Verändern Sie eine dieser Geschichten, funktioniert es nicht. Die Kupferschüssel müssen Sie sich einmal leisten, aber das ist, glaube ich, bei 20 Euro an der Kupferschüssel. So, 22, beziehungsweise im Starter-Set ist es eigentlich noch billiger, weil Sie brauchen ja auch noch mehr. Sie brauchen nämlich noch Reis. Sie brauchen ganz Reis ist teuer. Der Reis ist teuer? Ja, im Kinder mal. Also wenn Sie hergehen und kaufen ganz normalen 0815 Bio-Reis, ungebrochen, ja. Und dann kostet sie so ein Päckel mit einem halben Kilo, wenn es hochkommt, 5 Euro. Ja. Da waren Sie aber schon im teuren Geschäft. Das halbe Kilo langt Ihnen ganz, ganz, ganz arg lang, weil was Sie da reinmachen, sind 2 Prisen, jeweils morgens und abends.